Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute vor, Pixie zu zocken. Pixie mit der Feenbrise, Mondgewalt und Sternenhieb. Dazu nehme ich meinen Stalus mit. Mit der Drachenrute, dem Knirscher und dem Psychobeißer. Und Apokalyp. Mit Bürde, Spukball und Surfer. Okay, das hier müssen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, man hat passend bei 7 die Mondgewalt. Okay, Pixie, wie stark bist du mit der Attacke? Wie viel Schaden kommt entgegen? Du schildest, dann gehe ich einfach mal straight up raus. Ich weiß, dass ich hier anfällig gegen den Surfer bin. Ist mir aber komplett wurscht. Denn das ist eklig, mein Freund. Da kommt sogar was Nerviges hervor. Ist aber nicht tragisch, denn ich gehe jetzt durchgehend auf diese Attacke. Ich bin abgeschwächt, ja. Ist aber Rilleralle. Denn ich werde dich ebenfalls abschwächen und später, hey, Pixie hat Bock. Pixie hat richtig Bock, gegen ein Pokémon zu kämpfen, welches mit beiden Typen schwach gegen meinen Feentyp ist. Zack. Okay, du bist gleich zweimal abgeschwächt. Ja, Charm wäre fett, ne? Charm wäre richtig fett. Ist aber ne. Okay. Feenbrise sollte auch gehen, da ich dein komplettes Moveset, egal was da kommt, resistiere. Du farmst wirklich straight up mich runter. Einfach so, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist nicht tragisch. Jetzt kommt Pixie, du bist dreimal abgeschwächt. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mhm. Du spielst es clever. Ich glaube, dass du köderst. Und wenn nicht, dann ist es doof. Es ist doof, meine Freunde. 1, so. Okay, du hast massenhaft Energie. Du gehst jetzt gleich auf Bluffstrahl, ne? Das heißt, wir machen noch 1, 2, 3 und fangen Bluffstrahl nicht ab. So, hey, eigentlich war das... Ist das ein Spukball? Komm schon. Es ist der widerlichste Move, der jetzt hier reinkommen könnte. Das heißt 1, 2, 3, 4... Boah, jetzt mal Real Talk. Jetzt mal ohne Flachs. Wenn das ein Blubstrahl ist, möchte ich am liebsten direkt aufgeben. Danke. Danke, dass du noch bei Sinnen bist und mich nicht wegköderst. Ich, mein Freund, bin bei Doppelsurfer. Ich zimmer den ersten raus. Du hast massenhaft Energie. Die Wechseluhr könnte aber auch gleich schon ready sein. Köderst du hier? Nein. Die Wechseluhr ist gleich vielleicht noch nicht unbedingt ready. Hast du schon zwei Schmarotzer? Kann man die einfach hintereinander haben? Ich weiß es nicht, ich komme aber nicht raus. Ich versuche es, zack, der nächste Gleichstand, bam, boom und bang. Wie viel Schaden verursacht das? Es ist der nächste schmarotzende Schmarotzer. Oh, es war doch kein Gleichstand. 1, 2, okay, schade. Jetzt mal keine Psychokinese dabei zu haben, ist ärgerlich. Das Gute ist... Nee, die hätte ich gebraucht. Die hätte ich tatsächlich gebraucht, die Psychokinese. Ah, ist das doof. Ist das gerade ärgerlich, meine Freunde. Die hätte ich tatsächlich gebraucht. Die habe ich für Mondgewalt runtergenommen. Aber wenn man keinen Charme spielt, benötigt man die. Warte mal. Wait a second. Dich zimmer ich zwar weg, aber was ist gleich mit deinem Kollegen? Du hast keine Energie, ne? Ah, warte mal, 1, 2, what? Bitte, Steigerungshieb, der aufs Grauen resistiert wird, besiegt mich doch nicht, ne? Ah, GG, mein Freund, da ist der Schmarotzer. Schade. Hey, der Kampf war knapp. Das war ein schöner Kampf, der hat echt Spaß gemacht. Pixie und die Feenbrise. Hey, ich weiß nicht unbedingt, was ich davon halten soll. Nach dem ersten Kampf wäre es selbstverständlich viel zu früh, darüber schon zu urteilen. Aber ich muss sagen, man ist ganz gut bei den Attacken. War jetzt halt unlucky, ne? So Psychokinese hätte ich schon gerne dabei gehabt. Vielleicht benötigt man den Sternhieb nicht. Wie macht man das hier gegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Bam. Okay, wir setzen bei 1, 4, 7 und 10 ein. Und bei 10 haben wir halt passend, bei 7 haben wir passend die Mondgewalt. Zack. Uff. Aua. 1, 2. Die verursacht schon fetten Schaden. Ist das deinerseits eine Steinkante? Ein Köder würde sich nicht lohnen. Ja, ist es. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe gehofft, dass du köderst. Warum tust du das nicht? Sanktoklinge sollte nicht unbedingt das Problem sein. Oder hast du schon 2 ready? Das wäre räudig. Nein, tatsächlich nicht. Das wiederum bedeutet, der Psychobeißer kommt, dieser ist neutral und wird etwas Schaden verursachen, ob du willst oder nicht. Und jetzt gleich gehst du nach draußen und da kommt ein Mosquito. Okay, das ist interessant, ja. Psychobeißer sehr effektiv gegen dich. Pixie und Apokalyp resistieren alles von dir. An sich geht das, ja. Ich komme wahrscheinlich mit Apokalyp rein. Du hast Anfallen und Kraftkoloss-Kumpel. Von daher nicht optimal. Du bist einmal abgeschwächt. Da kommt Anfallen raus. Ja, absolut nachvollziehbar. Du greifst dennoch nur mit Resistenzen an. Ich bin jetzt bei plus minus 0 mit meinem Angriff. Jetzt bin ich bei minus 1. Denn ich habe ja vorhin, wenn ich jetzt einsetze, wäre doof. Ich habe ja auch vorhin deine Verteidigung gesenkt. Jetzt schwächst du mich das dritte Mal quasi ab. Und im Endeffekt ist das eine Abschwächung von 2. Dann setze ich jetzt mal passend meine Attacke ein, die dich dann hoffentlich besiegt. Und jetzt kommt es ganz, ganz stark darauf an, was Pixie mit Apokalypse reißen kann. Du hast Schilde, ich habe Schilde. Nicht so leicht für mich, ehrlich gesagt. Oh, no way, no way. Das wäre auch noch ein Köder gewesen, der bei beiden resistiert wird. 1, 2, 3, 4, 5. Es wäre ein Köder, der bei beiden resistiert wird. Du wolltest nur meine Schilde haben, ne? 5, okay. 6, 7, 8. Jetzt hast du ein Erdbeben ready. Mein Freund, wie viel Energie gönnst du dir? Oh, wichtig. 8, 9, 10, 11, 12. Viel zu viel. Viel zu viel. Du hast aber jetzt auch so gefarmt, dass du ein Erdbeben am Start hast. Das ist nicht cool, ehrlich gesagt. 1. Köder oder Erdbeben? Köder oder Erdbeben? Bitte Köder nicht. Das wäre räudig und das ist nicht der Fall. Wichtig und richtig. So, du bist jetzt bei 1, 2. Ein Erdbeben schaffst du nicht, aber du hast das Potenzial, meinen Surfer abzufangen. Ach, Erdbeben schaffst du auch. Ich habe ja nothing. Nothing Energie. Oh nein. GG. GG, mein Freund, das war's an der Stelle. Das war's. Ich kann, auch wenn ich nicht farme, war's das. Ah, gönn dir, Kumpel. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich habe gehofft, dass ich einfach die Attacke rausbekomme. Aber das sollte nicht sein. Von daher, doof. Ärgerlich. Ich muss sagen, die Hyperliga läuft jetzt erstmal nicht unbedingt so gut bei mir. Superliga und ich muss auch sagen, Meisterliga bin ich mittlerweile eingespielter. Hyperliga. Was kann ich denn da noch für gute Teams spielen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe aber jetzt erstmal dieses Pixie, das ich vorstellen wollte. So, Führung ist top. Mewtwo kommt. Du hast das Potenzial, einen Wuchtschlag zu haben, mein Freundchen. Aber ist mir egal. Das ist mir ehrlich komplett egal, ob du einen Wuchtschlag hast, da deine Sofortattacken nicht dafür bekannt sind, viel Schaden zu verursachen. Weshalb das klar geht.
Du hast Psychostoß, Stein, Hagel und Wuchtschlag und noch andere Geschichten. Das hier, ja, ist okay. Das heißt, 1, 2, bam. Und dann folgt der Knirscher. Den zimmern wir jetzt raus. Ich hätte auch in Apokalyp gehen können, ne? Ich habe aber gedacht, das hier, bitte schaff keinen Move. Hey, wenn das jetzt Wuchtschlag ist, dann, ja, dann ist halt dumm für mich. Ich lasse es dennoch durch. Komm schon. Es ist einer. Bitte. Oh, Stalos. Du bist mein Held. Dass ich das überlebe, ich habe nicht damit gerechnet. Absolut nicht. So, den Wechsel habe ich safe. Also kann ich hiermit wieder rein. Und wir haben das Ding hier. Du hast einen Donnerschlag, ne? Der tut mir ein bisschen weh. Das ist das Einzige, was hier ein wenig weh tut. Ich könnte dir Surfer zeigen. Ich weiß nur nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, dass ich das noch nicht will. Von daher gehe ich einfach mal straight up auf diesen Spukball. Wenn du den jetzt durchlässt, wäre top. Ansonsten kann ich später immer noch versuchen, Köderspiele zu spielen. Ach Mann, ich fasse es nicht. Okay, er schildert natürlich korrekt. Dann wäre ich ein Narr, wenn ich das ebenfalls durchlassen würde. So, Donnerschlag, der nächste. Ja, auch hier wäre eine Psychokinese auf Pixie gar nicht so verkehrt. Hey, braucht man vielleicht. Ich denke, der Sternhieb ist nicht nötig. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Sternenhieb nicht nötig ist. So, Donnerschlag hier drauf abgefangen. Jetzt bleibst du aber auch drin, ne? Das ist doof. Ich hätte dich irgendwie zuerst rausgehen lassen müssen. Okay, das ist nicht cool. Ehrlich gesagt, nicht cool. Oh Mann, ich habe den Wechsel bekommen und habe es trotzdem vergeigt. Wie doof bin ich denn? Wie doof bin ich denn, ehrlich gesagt? Das heißt, 1, 2, 3. Wie viel Energie kann ich mir erlauben? Warte mal. Tricky. Echt tricky. Vielleicht 4 oder 5? 1. Oder auch gar nichts. Maybe auch gar nichts. Krass. Okay, ich bin vielleicht bei Pixie ein Charmspieler. Ich hab's vergeigt. Ich hab so gehofft, dass er rauswechselt, sobald die Wechsel ready ist, weil er einen Spukball abfangen will. Und dann passiert sowas. Ei, Karamba. Okay, Hyperliga und ich, wir mögen uns nicht. Wir mögen uns gerade nicht. Ist aber auch okay. Hey, man kann nicht überall jedes Mal ordentlich Kämpfe gewinnen. Vielleicht eingrooven, schauen, dass ich ein nettes Team finde und gucken, was da möglich ist. Ich bin gespannt. Ich weiß auch noch gar nicht, das wird eine sehr spontane Kiste, was als nächstes kommt, was ich nach Pixie machen möchte. Ich scroll dann durch meine Box und werde sehen, das könnte ich spielen, das könnte ich spielen. Mein ganzes Team hat Bock auf dich. Zumpex. Interessant. Das heißt, wir zimmern einfach mal eine Mondgewalt raus. Entweder wird die respektiert oder halt nicht. Mir ist es komplett egal. Mir ist es tatsächlich Latten. Jetzt gehe ich auf Apokalyp. Ja, du hast Energie, mein Freund. Das weiß ich. Wenn ich 7 Attacken drüben gemacht habe und du bist reingewechselt, ist das schon krass. Ich habe drüben 7 gemacht. Wie kannst denn du jetzt schon Erdbeben haben? Das finde ich ein bisschen wunderlich, ehrlich gesagt. Oder habe ich da was verpennt? Habe ich da was verpennt? Ich habe Mondgewalt eingesetzt und bin danach rausgegangen. Die habe ich doch nach 7 Attacken, haben wir gesehen, ne? Du müsstest ja dann theoretisch eine Attacke hinter mir gewesen sein. Oder habe ich mehr? Ich habe mehr geholt gegen Zumpex, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, dass ich dort mehr geholt hatte. So, okay. Ich kann zumindest dich hier wegklatschen, aber auch nur, wenn der Kollege das hier durchlässt. Und er schildert das. Zweiter Schild hier rein. Sehr interessant. Sehr, sehr interessanter Spielzug. Lasse ich das durch? Why not? Why not? Resistenz ist am Start. Zack. Ja, mach mal. Ich habe immer noch mein Stalos. Ich hoffe, ich mache gerade keinen Fehler. Der Wechsel ist mir aktuell nicht wichtig. 2, 3, 4,
5. Natürlich ist Sumpex so ein Biest, dass es hier nochmal eine Attacke schafft. Kommt jetzt das nächste Pokémon rein, wo mein Dings wichtig gewesen wäre? Meine Psychokinese? Oder wie sieht's aus? 1. Oh Mann. Okay, interessant. Sehr interessant. Zack, ich muss jetzt nach dem Knirscher, der sehr effektiv ist, tendenziell komplett runterfarmen und nach Möglichkeit alles mit Abschwächungen machen, um dieses Dings zu besiegen. Flunschlick. Holy Macaroni, das wird echt knifflig. Oh, Verteidigung sinkt auch noch passend dazu. Warte mal, jetzt ist es machbarer geworden. Spontan hat sich da was ergeben, meine Freunde. Das heißt, gehe ich straight up auf Knirscher oder auf Psychobeißer? Kann ich es mich wagen? Ich brauche eigentlich den direkten Schaden, ne? Ich brauche den straight up Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Psychobeißer erlauben kann oder ob ich jetzt gamblen muss. Ich glaube, ich muss jetzt einfach versuchen, hier eine Abschwächung nochmal rauszukriegen. Ob das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bitte. Bitte die Abschwächung. Komm schon. Nein. Ich mache auch absolut keinen Schaden, ne? Okay, die nächste Attacke, die neutral ist. Jetzt eine Abschwächung? Ah, ich hätte zweimal Psychobeißer drücken müssen, oder? Komm schon, jetzt aber eine Abschwächung. Natürlich nicht. So. Okay, wie viel macht das an Schaden? Wahrscheinlich viel, viel mehr, wenn ich dich zweimal abgeschwächt hätte, oder? Ja? Na, definitiv wäre das fetter gewesen. Lohnt sich hier ein Schild? Ich hätte dich zweimal abschwächen müssen. Zu 100%, das heißt 1, 2, 3, 4. Im Gleichstand, das ist wichtig und richtig. Der Sternhieb kommt jetzt mal zur Geltung, da ich den Gleichstand gewinne. Das heißt, bam, Attacke kommt, auch der Schaden war aber auch nicht schlecht. Jetzt noch einen Psychobeißer erreichen. Oh, das wird ein Wettkampf um die Ladeattacke. Das wird knapp, ehrlich gesagt. Ich verliere das, ne? Oder? Gehst du jetzt einfach schon drauf? Nein! Bitte! Tanky Stardust, geh nicht durch einen Steinhagel drauf. Das wäre räudig ohne Ende. Ah, Scheiße! Scheiße! Da kommt das Erdbeben. Das ist natürlich nichts, was ich sehen möchte. Uff! Aua! Schmerzhaft! Blompert ist sauer. Lade, Magazin, ich lasse es sein. Oh mein Gott, ich will das nicht. Ich will diese Hyperliga nicht. Und nein. Nein, ich gehe nicht in den Element Cup. Könnt ihr knicken. Ich ziehe das jetzt hier eine Woche durch. Und ich werde gleich erstmal schauen, welcher Cup denn als nächstes da ist. Hyperliga und, wir gucken mal, Fiaro. Psychokinese wäre doch top gewesen. Ne? Könnt ihr mir sagen, warum ich die nicht drauf habe? Das ist nicht durchdacht. Okay, ich gehe jetzt hier rein. Kommt jetzt Irokex rein? Nein, das Ding kommt rein. Interessant. Guck mal. Ein spukiger Spukball. Ne? Shadowball. So, mein Freund hier. Direkt. Bam. Ach komm schon, jetzt ist hier auch noch Schild angesagt oder was? Warte mal. Ich habe zweimal beim Knirscher nicht die Abschwächung gekriegt, aber du kriegst die jetzt bei Blitzkanone, richtig? Richtig? Ja, richtig. Da ist doch Verlass drauf. Das ist schön. Es ist wunderschön, dass auf diesen simplen Ding Verlass drauf ist. Wie eine Abschwächung bei mir. Das ist nice. Ach, ich mache jetzt wie? Ich habe vorgehabt, Schaden zu verursachen? Nein, ich doch nicht. Wie kommt ihr denn da drauf? Wie kommt ihr denn da drauf, dass ich mal tendenziell Schaden verursachen wollte? Also ich habe keine Ahnung. Ja, Spiel, häng doch noch ein bisschen. Natürlich möchte ich noch 3 Sofortattacken hinterherhauen. Nein, zur Ladeattacke möchte ich nicht kommen. Farm mich doch am besten noch runter, bevor ich irgendwas machen kann. So, Surfer straight up hinterher, wenn der Gegner aufgepasst hat, weiß er, hey, Doppelspukball ist eh nicht möglich. Das ist nur ein Surfer. Bam, er weiß es. He knows all. So, Fiaro hattest du. Psychokinese wäre so schön. Hab ich nicht.
Hab ich leider nicht. Runterfahren mit Pixie, meine Freunde. Und der Feenbrise. Why not? Na komm schon, bam, drück mir doch irgendwas. Setz mal ein, was auch immer du möchtest. Hey, ich habe eine Vorahnung, so ein Foreshadowing. Ich komme eh nicht gut gegen links an. Ach so, hier, wo es mir komplett egal wäre, schwächst du mich nicht ab? Dein Ernst? Gehst du auch mal drauf? Du bist so eine tanky Mülltonne, Alter. Du resistierst übel fett meine Attacke. Die macht einfach kein Damage. Ist das noch eine Blitzkanone? Easy. Gerne sterbe ich mit der ganzen Energie. Oh, ich werd so schön salty, ne, Alter. Schmackhaft. Ach, Fiaro kommt rein? Nee, nicht mit mir. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Ich gehe raus. Das lassen wir. Okay. Pixie, Feenbrise, nicht meins. Hyperliga, aktuell nicht meins. Ich hoffe trotzdem. Ich komme ans Mikrofon natürlich. Aus irgendeinem Grund hat dir dieses Video gefallen. Wenn ja, schreib mir in die Kommentare und falls es dir nicht gefallen hat, schreib es mir auch rein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Pixie bleibt jetzt erstmal zu Hause. Tektas wartet schon dort und hat schon mal einen Kaffee aufgesetzt, weil die zwei, die verziehen sich jetzt eine Zeit lang. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag und haut rein. Ciao.